Sie braucht Strom. Das tut dir weh, was? Willst du noch mehr? Den bin ich los. So. Den bin ich los. Besiegen Sie Nemesis Stufe 3. Jetzt ist er tot. Nikolai nicht mit dem Impfstoff entkommen lassen. Ich hoffe, Carlos konnte ihn aufhalten. Lass mich nicht auf. Habt ihr das hier versprochen, oder? Nein! Hast du eine Ahnung, was du gerade getan hast? Weiß nicht. Mir egal. Mein Klient hat mir befohlen, Umbrella auszuschalten. 10 Minuten bis zum Raketeneinschlag. Ah. Die Rakete wurde gestartet. Zeit zu gehen. Leb wohl. Schade, dass du nicht hören wolltest. Ja.
Erschieß ihn! Ich kann nicht! Ich treff dich! Mach schon! Du musst einfach! Es geht nicht anders! Carlos! Hey! Ich sag doch, ich lass dich nicht allein zurück. Das wäre einfach zu grausam. Was ist mit ihm? Wieso das alles? Es gibt für alles einen Preis. Selbst die Welt brennen zu lassen. Für wen arbeitest du? Ich sag's dir, wenn du mich herausbringst. Ich bezahle, was immer du willst. Du bist ein Narr. Du bist ein Narr! Wenn ich sterbe, erfährst du die Wahrheit nie. Ein paar Ermittlungen machen mir nichts. Jill, alles okay? Da ist sie. Endlich vorbei. Bis dann, Raku. Ich fühlte mich leer und kalt, als die Hitze der Explosion uns erreichte. Die wahre Ursache dieser ganzen Tod war kein Virus. Es war Gier. Menschliche Gier. Da fasste ich einen Entschluss. Die Asche von Raccoon City soll auch die Asche von Umbrella sein. Ich erledige sie. Ein für alle Mal. In Zukunft werde ich dann auch Resident Evil 2 irgendwann mal durchspielen. Aber E3 war leiernd, deswegen mich jetzt auch motiviert. Also motiviert das, den zweiten durchzuspielen.
Liste über Marvel. Ich vermute eher nicht, weil ich glaube, das ist noch weg.